So, dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 3, Bericht, Information über den Projektstand Neubaustrecke, Ausbaustrecke Mannheim-Karlsruhe. Ich begrüße dazu Herrn Rahn vom Stadtplanungsamt. Der letzte Bericht zu diesem Projekt war im Juli 2022. Ich denke, seitdem hat sich ein bisschen was getan in der Projektplanung und der Herr Rahn wird uns darüber berichten. Hallo. Ja, vielen Dank. Richtig, im Juli war ich schon mal hier. Ich werde nachher doch noch ein paar Folien zeigen, die eigentlich schon bekannt sein sollten, einfach nur um zu dem aktuellen Stand zu kommen. Also so viel vorweg. Und auch noch vorweg, es ist eine Planung der DB. Die Städte, Gemeinden, Kommunen, andere Träger öffentlicher Belange, Umwelt, Organisationen und so weiter sind in die Planung eingebunden, werden informiert durch die DB, aber die Einflussnahme ist doch einigermaßen gering, muss man sagen. Also das nur vorweg. Hier sieht man jetzt einmal eine Karte der Grobkorridore bzw. in Rot und Pink die Raumwiderstände, die ermittelt wurden in dem Gebiet. Hier jetzt der Ausschnitt im Süden. Man sieht, es bleibt nicht allzu viel übrig, was nicht rot oder pink ist hier in der Umgebung. Und diese Grobkorridore, also der erste Suchraum, sage ich mal, der ist sozusagen das Negativ. Also alles, was nicht rot oder pink ist, da sieht man diese grau überlagerte. Und das ist dann eigentlich die Grundlage, von der aus weitergeplant wurde. Immer wieder müssen auch solche Gebiete durchschnitten werden. Dazu, also sieht man später manchmal auf Karten. Aber das ist dann ein relativ kleiner Rahmen. Es ist aber möglich. Und zusätzlich sind auch noch Bereiche untersucht worden, wo möglicherweise es gebündelt werden könnte. Also zum Beispiel entlang der A5 oder auch als Ausbaustrecke entlang der existierenden Bahnstrecke Richtung, was ist da? Neudorf. Ja, Sie wissen wo, Entschuldigung. Aus denen wurden dann die Linienkorridore entwickelt, die Grobkorridore unten drunter noch in hellblau, Linienkorridore dann in rot und pink. Pink sind Tunnel, da hatte die Bahn festgestellt, dass im Westen der Stadt es nicht durchgebunden werden kann bis zum Hauptbahnhof und beziehungsweise zum Güterbahnhof. Genau, im Osten dagegen ist es möglich. Als einzige weiterverfolgte Varianten, muss man sagen, sind eigentlich die entlang der Autobahn reinkommen. Und da gibt es dann drei Untervarianten, aber dazu komme ich dann noch. Danach wurde abgeschichtet, Linienkorridore wurden miteinander verglichen, also immer parallele Strecken beziehungsweise von einem gemeinsamen Knotenpunkt zum nächsten wurde miteinander verglichen und das dann Stück für Stück zusammengesetzt, bis es durchgängige Varianten gab und die gegeneinander bewertet. Also am Ende zum Beispiel so, die wurden dann weiterverfolgt. Da gab es dann nördlich von Mannheim einige, da genaue Zahl weiß ich jetzt nicht auswendig, südlich von Mannheim, also zwischen Mannheim und Karlsruhe tatsächlich, gab es dann zu dem Zeitpunkt noch 16. Das war das letzte Bekannte. Hier ist jetzt beispielhaft dargestellt die rechtsrheinischen, da gab es insgesamt 6. Es gibt aber auch noch welche oder gab zu dem Zeitpunkt, die komplett linksrheinisch verliefen, beziehungsweise die zum Teil links, zum Teil rechtsrheinisch liefen. Bisher, also um überhaupt dahin zu kommen, wurde ja auf die Raumwiderstände zurückgegriffen oder genau, um daraus die Grobkorridore zu entwickeln. Da gab es die zwei Kriterien, eben Umwelt und Raumordnung, also zum Beispiel auch, also was ist bebaut zum Beispiel, aber auch wo sind Naturschutzgebiete und so weiter. Und jetzt in diesem Schritt, September 22, das ist jetzt neu, kam auch zum ersten Mal Verkehr, Wirtschaft mit dazu. Und zwar in Form der Streckenlänge insgesamt, was natürlich bedeutet, es ist erstmal kostet mehr und auch langfristig wird es mehr kosten, weil die Züge zum Beispiel längere Strecken fahren müssen. Komplexe Ingenieurbauwerke, das ist einfach die Länge der Tunnel und Brücken, die neu gebaut werden müssten dafür.
und noch mögliche verkehrliche Anbindungen. Das heißt, also Abzweig Richtung Stuttgart zum Beispiel, ist das möglich? Wird der Güterbahnhof in Mannheim angebunden? Ist das möglich? Ja, nein. Oder Karlsruhe, Güterbahnhof Karlsruhe. Genau, ist das möglich oder nicht? Weil, das habe ich da nicht gesagt, ich gehe kurz zurück, alles, was von Westen kommt, man sieht, das geht komplett unter Karlsruhe durch in einem Tunnel. Das heißt, da würde der Karlsruher Güterbahnhof gar nicht angebunden werden. Karlsruhe, anders als Mannheim, hat nur sehr geringen Ziel- und Quellverkehr, also wirklich Züge, die zum Güterbahnhof Karlsruhe wollen oder von dem kommen. Dadurch wird davon ausgegangen, dass es nicht nötig ist, den Güterbahnhof Züset, also auf jeden Fall durch diese NBS-ABS anzubinden. Also jetzt bin ich wieder hier, Verkehr, Wirtschaft, gibt es als einen Umwelt, Raumordnung, als andere. Die einzelnen Unterkategorien wurden dann gegeneinander bewertet, und zwar immer so im Schema, was ist das Beste, was es insgesamt gibt von allen Varianten, die jetzt noch existieren, und dann prozentuale Abweichung davon. Also zum Beispiel, was ist die kürzeste Strecke, wie weit wäre dann eine andere Strecke, und die wäre dann zum Beispiel 20% länger oder so, und das wurde eingeteilt in entweder ungünstig, neutral oder günstig. Günstig wurde im Allgemeinen relativ großzügig ausgelegt. Also manchmal gibt es auch Abweichungen so plus 60% oder so, die immer noch als günstig angesehen werden. Aber Details habe ich jetzt hier nicht dabei. Finden Sie online. Jetzt geht es mal ein bisschen ins Detail. Karlsruhe hatte im Gemeinderat im Juli 2022 ja eine Resolution verabschiedet, unter anderem eben einen Tunnel unter Karlsruhe auch für den Ostverlauf, also dass die Trasse entlang der Autobahn kommt und dann unter Karlsruhe abtaucht und dann hinter Karlsruhe wieder auftaucht. Das wurde untersucht und es wurde festgestellt, ja, das ist theoretisch möglich, aber also der Tunnel würde relativ lang. Rechts im Bild sieht man nicht den Tunnel. Ein kurzer Hinweis, das ist die Planung, wie sie momentan aussieht. Also wie die Planung entlang der Autobahn, der DB, momentan aussieht. Also geländegleich grün, dann taucht es ab in den Trog, geht dann kurz als Tunnel unter einer Querverbindung durch, geht dann weiter im Trog als Tunnel unter dem Autobahnkreuz durch und so weiter. Also jetzt von Norden kommend, habe ich das gerade beschrieben. Man sieht an der Grafik, Tunnel oder nicht, auf jeden Fall würde dieser Bereich, wenn es entlang der Autobahn kommt, in jedem Fall in einem Trog verlaufen. Das heißt, unter der Erdoberfläche und damit an der Stelle auch nicht allzu große Lärmauswirkungen haben. Also das nur mal vorweg an der Stelle. Die Untersuchung jetzt zum Tunnel, da auf Nachfrage von uns, also Stadt, wurde geprüft, ob es möglich wäre, aus dem Trog abzutauchen dann als Tunnel. Also dass es erst so verläuft, wie es hier dargestellt ist in der Grafik, und danach abtaucht im Bereich vom Durlach-Center. Da wurde von der DB beantwortet, dass das nicht möglich sei oder höchstwahrscheinlich nicht möglich sei. Das ist dann die Grafik unten, also das ist ein Querschnitt in braun bzw. grüne Kontur oben. Das ist der Geländeverlauf, die Höhe des Geländeverlaufs. Und dann wurde geschaut, bis wohin, nämlich Kreuz Karlsruhe-Durlach, müssten Sie eine Überdeckung von ungefähr 20 Metern erreichen. Also sie gehen aus von Tunnelröhre 10 Meter Durchmesser, 20 Meter Überdeckung dazu. Und bei 9 Promille Steigung, die angesetzt ist, würden sie es nicht schaffen, sagen wir Autobahnkreuz Nord abzutauchen. Ich hoffe, das war klar, ansonsten bitte nachfragen. Aber auch nicht allzu relevant an der Stelle. Die übrig bleibenden Linienvarianten, hat man vorher schon kurz gesehen, die haben sich nicht verändert. Es gibt weiterhin diese drei Möglichkeiten, nämlich einmal A,
Abzweig auf die Bestandstrasse Richtung Weingarten und dann Führung auf der auch bestehenden Trasse mit einer zusätzlichen Trasse. Geprüft wurde, ob das durch den Bahnhof Durlach passt. Das passt angeblich durch den Bahnhof Durlach, aber nur für ein Gleis. Die Planung sieht vor, dass es zwei Gleise gibt. An der Stelle würde deswegen eine Huckepacke-Lösung, so haben Sie es genannt, favorisiert. Das heißt, die zwei Gleise würden übereinander gelegt werden. Das heißt, eins taucht schon vor dem Finz-Entlastungskanal ab und verläuft dann unterirdisch unter des anderen Gleises. Das ist A. B ist entlang der Autobahn, was wir eben schon kurz gesehen hatten. Und würde dann nicht, also alleine nicht, den Hauptbahnhof anbinden können, sondern würde nur zum Güterbahnhof laufen. Und C wäre für den Fall, dass reine Anbindung vom Güterbahnhof nicht ausreicht, würde dann noch benötigt werden, um von B zum Hauptbahnhof zu kommen. Hier, also diese Anbindung an den Hauptbahnhof ist relativ relevant, dazu komme ich dann gleich noch. Genau, also die A und die C würden das schaffen sozusagen, B alleine nicht. Möglicherweise gäbe es auch noch eine Kombination von A und C, dass der Güterverkehr durch Durlach läuft sozusagen und der Hauptbahnhof dann durch C angebunden wird oder auch eine AB-Kombination, dass der Güterverkehr entlang der Autobahn weiterläuft und nur der Personenverkehr durch Durlacher Bahnhof läuft, aber das ist alles noch nicht klar. Diese Grafik gab es ähnlich schon einmal. Das war eine zu der Prognose 2030, Zugzahlenprognose 2030. Diese Prognose wurde abgedatet, nicht mit neuem Zielhorizont, sondern einfach nur durch die Ziele des Deutschlandtaktes. Da sollen ja unter anderem auch deutlich mehr Personenzüge insgesamt verkehren zwischen den einzelnen Gemeinden. Und zwar ist jetzt diese Prognose, also gleicher Zielhorizont wie vorher, um 20% höher als noch die letzte Prognose. Und die DB muss immer die aktuellste Zugzahlenprognose verwenden. Und diese Zugzahlenprognose wurde jetzt genommen, um die Kapazität der einzelnen Strecken zu prüfen. Und zwar auch jetzt einigermaßen kompliziert, ist noch nicht die neue Trasse dabei. Also man denkt sich das komplette heute existierende Streckennetz, nimmt alles, was momentan drüber fährt, runter und fängt jetzt neu an. Also auf einem komplett leeren Netz wird gerechnet. Und zwar als erst die Personenzüge werden da draufgelegt. Also wirklich, diese Grafik, die man da sieht, da sind Zahlen zu sehen, gleich gibt es auch noch einen Zoom. Hier handelt es sich nur um Personenzüge, beziehungsweise um die Trassen, was sie aufnehmen können, minus die Personenzüge. Also, auf den ganzen Gleisen sieht man immer zum Beispiel zwischen Wiesloch-Walldorf und Ubstadt-West, also rechts oben, 2617. Das heißt, wenn der Deutschlandtakt mit Horizont 2030 darauf gelegt würde, würden in Nordrichtung noch 17 Züge für Güterverkehr drüber laufen können und 26 in Südrichtung. Also so ist die Grafik zu lesen. Und was man eben sieht, ist, dass nördlich von Karlsruhe eigentlich keine Kapazitäten übrig sind. Und daraus gibt es dann bestimmte Folgerungen, nämlich, dass zwar die ganzen Personenzüge und auch Güterverkehre mit Ziel Quelle Karlsruhe, wie gesagt, das sind nicht viele, zwar über die Bestandstrassen abgewickelt werden könnten, aber der Transitgüterverkehr, der muss auf jeden Fall über eine neue Trasse laufen. Also das heißt, diese Notwendigkeit der NBS-ABS ist damit auf jeden Fall schon mal bestätigt. Und was auch daraus gefolgert wird, ist, dass es eben keinen Puffer für eine weitere Steigerung gäbe. Das heißt, Steigerung sowohl Personenverkehr auf den Trassen als auch Steigerung für Güterverkehr, die in den Güterbahnhof müssen, also Zielquelle Karlsruhe haben.
Um diesen kommenden Jahreswechsel wird es noch eine neue Prognose geben, die dann mit Zielhorizont 2040 rechnet. Und also ich werde jetzt keine nicht Kaffeesatz lesen, aber ich würde davon ausgehen, dass tendenziell eher der Verkehr, der Personenverkehr noch steigen wird. Und es ist deshalb möglich, dass es sein kann, dass auch die NBS ABS an den Hauptbahnhof angebunden werden muss zukünftig. Das heißt also rein Variante B wäre dann auf keinen Fall möglich. Damit bin ich durch. Ja, vielen Dank, Herr Rahn, für Ihre Erläuterung über den aktuellen Projektstand. Gibt es Fragen hierzu? Herr Köster. Oh, Entschuldigung. Ja, ich habe folgende Frage. Eine hat sich schon erübrigt. Nach Ihren Erläuterungen kann man das mit dem Tunnel ganz gut verstehen. Wurden eigentlich auch bei der jetzt genannten Tunnellänge von bis zu 12 Kilometer untersucht, die Züge, vor allen Dingen die Personenzüge in Richtung Karlsruhe schon viel früher rauszuschleifen auf die alten Strecken? Oder ist es wegen den Zugbelegungszahlen, die gegen Null tendieren, da gar nicht möglich? Das wäre meine erste Frage. Und das zweite ist, das sind eigentlich die Materialien sehr schwer einsehbar. Für mich ist es zum Beispiel nicht ersichtlich. Da liegt auch noch eine Legende drauf auf dem Foto, sodass man es gar nicht lesen kann, warum man auf der einen Trasse hier, genau, auf der die eigentlich die B-Trasse, den Güterbahnhof erreicht, aber nicht den Hauptbahnhof. Die liegen doch direkt nebeneinander auf einem großen Teil, auf einer großen Länge. Klar, der Hauptbahnhof ist aktuell auf dem Damm, aber auch der Damm ist sehr lang, ne? Ab ungefähr Wolfer-Zweierer Brücke. Das erschließt sich noch nicht. Vielleicht haben Sie da bessere Informationen oder schönere Bilder. Ja, schönere Bilder habe ich leider nicht dabei. Dann fange ich mit der zweiten Frage an. Warum kann von dieser Trasse aus nicht der Hauptbahnhof erreicht werden? Wenn Sie in Luftbild gehen und mal zoomen, ich glaube, dann wird es klar. Also einfach von der Führung, wie die Trassen verlaufen und auch in welchem Radius normalerweise eben die Strecken geplant werden, ist es nicht möglich, da abzuzweigen und noch zum Hauptbahnhof zu kommen. Also einfach nicht technisch umsetzbar. Erste Frage noch, Entschuldigung. Das bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Sie meinten, dass die Personenzüge auch durch diese B-Trasse laufen und dann ausschleifen vorher zum Hauptbahnhof? Nee, ich meine eigentlich, wenn man die Trasse nicht zum Hauptbahnhof führt, wäre es ja naheliegend zu gucken, ob man zum Beispiel wichtige Personenzugverbindungen, die man eben nicht über diese Trasse zum Hauptbahnhof führt, rechtzeitig vorher auf eine Bestandstrasse führt. Also momentan ist vorgesehen, dass so alle Personenzüge, die nur funktionieren, auf der Bestandstrasse laufen, weil sie auch einfach viel kürzer ist. Also die läuft fast in gerader Linie zwischen Mannheim und Karlsruhe. Also auch wegen der Geschwindigkeit ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn die auf der bleiben und dafür so viele Güterzüge wie nur möglich stattdessen verlagert werden auf diese Neubaustrecke. Ja, ich glaube, ist beantwortet damit? Wenn ich es richtig verstanden habe, meinen Sie, dass es eigentlich, wenn man die Güterzüge von der Bestandstraße, zum Beispiel Karlsruhe-Mannheim, runterkriegt, schafft man auch Kapazitäten für Personenzüge. Man bräuchte die dann gar nicht über diese Neubaustrecke unbedingt führen, auch wenn es mehr werden. Die Personenzüge nicht, es sei denn, wie gesagt, die neue Prognose sagt tatsächlich, dass es nicht möglich ist, also dass keine Kapazität, nicht ausreichend Kapazität auf den Bestandstrassen existiert, dann müssten zwangsläufig auch ein paar Personenzüge darüber geführt werden. Vielen Dank. Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Wenzel. Vielen Dank. Das betrifft ja uns Karlsruher. Und ich habe hier die paar Fragen und ein bisschen ungutes Bauchgefühl, sagen Sie es mal so. Und alles schön und gut auf die Schiene zu bringen, entlastet viel, aber jetzt gehe ich mal so als Anwohner aus. Wenn ich die Abbildung 5 sehe, das ist da die Kapazitätsuntersuchung der Deutschen Bahn,
für das Jahr 2030 kann das sein, dass tatsächlich dort Personen-, Fern-, Personennahverkehr und Güterverkehr in der Höhe von Karlsruhe, das sind die vier, 1046 Züge sein sollen zu dem Zeitpunkt. Wenn ich das durch 24 Stunden teile, das heißt 43 Züge in der Stunde, das heißt alle Minute, wenn der Zug lang ist, kommt ein Zug vorbei. Das heißt, dass man natürlich dann für unser Lärmschutz und für die Anwohnerschutz ja sehr, sehr viel machen muss. Und das heißt, Ihre Aufgabe, Sie sind ja für uns, so wie ich verstanden habe, vor Ort, müssen dort eine Bastion für uns bilden, sagen, da muss viel, viel passieren, um uns zu schützen und so Sachen, der Lärm oder die unter, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich habe so das Gefühl, die Bahn drängt mit ihrer Forderung so an uns ran und letztendlich das, was wir oder die Anwohner wollen, also es geht mit dem Lärmschutz nicht darum, das zu verhindern, sondern darum, dass die geschützt werden, ne? Dass es irgendwie falsch verstanden wird, dass die Anwohner geschützt wird und dass wir natürlich das optimalen Schutz wie Tunnel, Überdeckelung haben wollen und natürlich je weiter weg von der Wohnbesiedlung, weil es wird Durlach oder Stadtteile von Durlach mehr oder weniger treffen und ich könnte mir da vorstellen oder wünsche mir das, das ist ja nur eine Kenntnisnahme heute, aber ich sage mal meine Meinung, weil wir auch hier heute zufällig einen Fachmann, der sich schon seit Anfang an mit dem Thema beschäftigt, unser AKB-Vorsitzender, der Dr. Remp, der ja dieses Thema hat, in einem Spitzengespräch und es wäre natürlich auch toll, dass jemand, der von Anfang an dabei ist, da auch an der Front oder zu sagen, für uns Durlacher und für die Stadt agieren kann. Also das würde ich mir schon wünschen. Mehr kann ich ja heute an dieser Stellungnahme ja nicht machen. Aber ich habe halt Bedenken, dass wenn es kommt, dann und wir sollen halt nicht überfahren werden, dass wir wirklich den optimalen Lärm- und Geräuschschutz haben bei diesen Zahlen. Also war jetzt, glaube ich, keine Frage. Okay. Soll ich trotzdem, also ich kann trotzdem gerne darauf antworten. Ja. Also es ist uns natürlich bewusst, dass das Auswirkungen auf die Bewohner, Anwohnenden haben wird. Aber also auch wenn es oberirdisch kommen sollte, eigentlich kann ich beruhigen, weil die heutigen Lärmschutzanforderungen, soweit ich weiß, in großen Teilen momentan nicht eingehalten werden. Also eigentlich nach heutigem Standard müsste das verbessert werden, auch einfach der Status quo, wie es heute ist. Die Bahn ist dazu aber nur verpflichtet, wenn es bauliche Änderungen gibt. Das heißt, angenommen, es läuft jetzt Trasse, was war das, A, glaube ich, durch den Durlacher Bahnhof, dann ist das eine bauliche Änderung. Das heißt, dann muss der Lärmschutz an den zu dem Zeitpunkt gültigen Grenzwert, also so angepasst werden, dass der gültige Grenzwert eingehalten wird. Das ist heute nicht der Fall. Wahrscheinlich verändern sich die Grenzwerte auch noch weiter in den nächsten Jahren. Also bis es gebaut wird, sind wir auch schon in den 30er Jahren. Also von daher, selbst wenn es durch den Durlacher Bahnhof läuft, der Lärmschutz wird sich aller Voraussicht nach verbessern. Also es sei denn, es ist nicht so, also ich habe das falsch im Kopf, dass heute die Grenzwerte nicht überschritten werden und auch mit diesen gesteigerten Zugzahlen das immer noch nicht passieren sollte, was ich wirklich stark bezweifle, dann wird auf jeden Fall der Lärmschutz verbessert werden. Ein Tunnel natürlich auch, also klar, also wenn nachts dann die Güterzüge gar nicht mehr durch die Bahnhöfe oder wie auch immer laufen, dann ist der Lärmschutz natürlich noch besser. Ach so, und was Sie gesagt haben, diese 1046 durch 24, der Durchschnitt ist natürlich korrekt, aber das Allermeiste fährt natürlich am Tag. Also ein Großteil der Züge sind ja auch Personenzüge und nachts zwischen 0 und 5 Uhr oder 1 und 6, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, da fahren ja sehr viel weniger. Vielen Dank. Bevor ich das Wort an Herrn Kehrl übergebe, Herr Wenzel, unterschätzen Sie nicht das
ist demokratisch gewählte und legitimierte Gremium Ortschaftsrat beim Kampf für Lärmschutz für die Bevölkerung von Durlach und Aue. Die Bürgervereine in allen Ehren, aber es gibt auch dieses Gremium, das sich dafür einsetzen kann und wird. Herr Kehrle, bitte. Ja, also zu den Aussagen von Herrn Wenzel, da schließen wir uns, glaube ich, mal direkt an. Wir hätten aber eine andere Frage, ob es seitens der Stadt bzw. der Deutschen Bahn möglich wäre, dass wir mal, dass im Gremium die Zahlen der Güterzüge, die den Güterbahnhof Karlsruhe anfahren, die jährlichen der letzten 10 Jahre mal bekommen, weil tendenziell wird seit 15 Jahren der Güterbahnhof sukzessive zurückgebaut und weiter dezimiert und jetzt fängt man wieder an, alles wieder hochzuschrauben. Ja, also die genaue Zahl habe ich nicht. Die wurde schon angefragt, aber aus, oh, ich weiß gar nicht mehr, aus irgendwelchen Gründen nicht gegeben. Tut mir leid, müsste ich nachschauen. Also es wurde begründet, aber ich weiß den Grund jetzt nicht mehr. Wie gesagt, es sind unter 10%. Wenn wir hier bei diesen 293 sind, dann wären das noch 30, aber es müssen eigentlich deutlich mehr als unter 10% sein, weil hier sieht man ja, also jetzt in dieser Grafik, sieht man die Zahlen, die noch zur Verfügung stünden, wenn hier nur der Personenverkehr drauf liegt. Und da kam die Aussage der DB, dass auch die Güterzüge mit Zielquelle Karlsruhe, also die tatsächlich zum Güterbahnhof müssen, trotzdem noch darüber laufen könnten. Das heißt, wir sind, das habe ich nicht dazu gesagt, diese Grafik, das ist der Tagesfall, der Nachtfall sieht nochmal anders aus. Aber also die tagsüber zum Güterbahnhof kommen müssten, wären auf jeden Fall weniger als 5 plus 7, 12. Also es ist wirklich eine sehr geringe Zahl. Ich hoffe, es ist verstanden, es ist komplex. Vielen Dank. Herr Köster. Ja, ich habe jetzt ganz interessant dem Vortrag vom Herrn Wenzel gelauscht. Können Sie noch mal zurückgehen zu der Karte und der Algebra zu den 1046 Zügen oder 1117. Wir sind ja betroffen hier in Karlsruhe im Querschnitt 4. Und das sind ja nicht 1000 irgendwas Züge pro Tag auf einem Gleis, sondern da haben wir 3 komplette Eisenbahnstrecken, eigentlich 4, weil im Durlach haben wir im Querschnitt 3 Eisenbahnstrecken, Karlsruhe-Heilbronn, Karlsruhe-Heidelberg und Karlsruhe-Stuttgart. Und wir haben natürlich in Durlach heute schon mehrere hundert Züge pro Tag in diesem Querschnitt allein im Bahnhof Durlach. In dem Querschnitt sind die Züge Karlsruhe-Mannheim über Graben-Neudorf drin und im Querschnitt sind die Züge Karlsruhe-Germersheim drin und eigentlich auch die Züge Karlsruhe-Neustadt, also eigentlich 4 Eisenbahntrassen. Also nirgendwo kommt pro Minute ein Zug hier durch. Nirgendwo. Nicht mal im Hauptbahnhof Karlsruhe. Das muss man einfach sehen. Und in Durlach sind es wahrscheinlich die meisten heute schon mit Abstand. Mit den 3 Eisenbahntrassen, die es hier gibt. Ja, also vielen Dank für den Hinweis. Also Sie haben natürlich recht, habe ich gerade eben gar nicht dran gedacht. Aber natürlich, die verteilen sich auf alle Gleisen, die da nach Norden führen. Vielen Dank. Frau Oppelt hat sich gemeldet. Ja, ich wollte mal fragen, wie hoch Sie das Risiko einschätzen, dass das hier dann durch die Durlacher Bestandstrasse läuft, weil die Bahn einfach sagt, ein Tunnel im Osten ist ja möglich, ist auch geprüft, aber brauchen wir nicht machen, ist teurer und da ist ja die Trasse da in Durlach. Ich meine, für uns ist natürlich der Lärmschutz, wie alle anderen auch gesagt haben, für Durlach besonders wichtig. Und wenn eine Tunnellösung möglich ist, dann verzichten wir gerne auf die Trasse durch unseren Durlacher Bahnhof. Also einfach die Trasse durch den Bahnhof, wie er heute ist, das ist nicht möglich. Also da gibt es einfach nicht genug Kapazität dadurch. Es müssen auf jeden Fall 2 Gleise, also wenn es durch Durlach läuft, 2 Gleise da durchlaufen zusätzlich. Eine davon oberirdisch möglich, die andere oberirdisch nicht möglich. Deswegen da im, wie gesagt, diese Huckepack-Lösung. Und was meinten Sie, dann geht das halt nicht? Ich weiß nicht, ob die... Also ich weiß nicht, wie die Bahn damit dann umgehen sollte. Also der Auftrag kommt natürlich aus dem Bundestag, der Bundesverkehrswegeplan sieht vor, dass das ausgebaut wird, dass der Engpass Mittelrhein aufgelöst wird.
Und wenn am Ende aus irgendwelchen anderen Gründen die Trasse entlang der Autobahn mit oder ohne Stich durch den F-Morgenbruch, wenn die nicht möglich sein sollte oder so, dann wird es durch Durlach laufen. Also, oder halt im Tunnel, noch besser. Oder halt im Tunnel schon vorher, klar. Aber natürlich ist die Bahn auch angehalten, irgendwie wirtschaftlich zu planen. Am Ende wird es durch den Bundestag gehen, wenn es eine oberirdische Möglichkeit gibt oder einen Tunnel komplett unter Karlsruhe durch. Und der kostet halt nochmal 20 Milliarden mehr, dann ist die Frage, ob der Bundestag dem dann zustimmen wird. Also so wichtig, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, irgendwie Netz, aber so wichtig ist die Stadt Karlsruhe dann für den Bundestag auch nicht. Ihre Ehrlichkeit ehrt Sie. Aber vielleicht ist für den Bundestag Durlach so wichtig, mal schauen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ich stelle keine mehr fest. Also vielen Dank für Ihren Bericht. Ich denke, wir werden Sie auch im nächsten Jahr hier wieder begrüßen dürfen mit ein paar Updates. Aber was sicherlich hoffentlich mitgenommen wird von Ihrer Seite und auch bei der Stadt Karlsruhe bewusst ist und in den Gesprächen mit der Bahn im Blick behalten wird, es ist jetzt schon eine immense Lärmbelästigung in Gebieten auf der Gemarkung Durlach durch den Bahnverkehr, den wir alle schätzen, ist schon vorhanden. Und wir hoffen, dass die Stadt Karlsruhe mit allen Möglichkeiten dieses wichtige Bahnprojekt, Schienenprojekt, weiterhin zwar unterstützt, aber trotzdem für den Lärmschutz eintreten wird und kämpfen wird. Wenn Sie das gerne mitnehmen nach Karlsruhe, dann vielen Dank. Danke.